Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Erzählt niemand von dem, was wir gesehen haben, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Erst in der Erfahrung des auferstandenen Herrn, in seiner Gegenwart, kann man in etwa dieses Ereignis einschätzen. Sonst bleibt es ja ein Mirakel, eine Wundergeschichte, vielleicht faszinierend ist, aber keinen tieferen Sinn hat. Kein Wieso und Warum. Erst wenn man Jesus als den auferstandenen Herrn anerkennt und versteht, dass er der Herr über Himmel und Erde ist, der alles, die Sünde dieser Welt, den Tod dieser Welt, diese Welt als solche, den Teufel, alles überwunden hat und dass seine Auferstehung Herr ist über alles Sein und über alle Zeit. Das muss ein ganz fest begründetes Bewusstsein sein. Dann versteht man, was hier stattfindet. Die gewaltige Offenbarung der Propheten. Die gesamte Heilsgeschichte des Volkes Israel ist hier versammelt. Mose und Elia, das Gesetz und die Propheten sind gegenwärtig. Und das ist für einen Juden das Nonplusultra. Und dass überhaupt Jesus in diese Reihe gestellt wird, ist schon unglaublich. Und dass dann noch dem Ganzen die Krone aufgesetzt wird, dass dein Schatten kommt und die Stimme sagt: Das ist mein geliebter Sohn. Nicht Mose, nicht Elia. Dieser Jesus, euer Freund, der ihr nachfolgt, er ist
der noch über Mose und Elia steht. Unglaublich. Sichtbar in dem leuchtenden Gewand. Über diesen Jesus gibt es nichts. Er ist wirklich der Gipfel. So wie man am Berg oben am Gipfel steht, so ist Jesus der Gipfel. Über Jesus hinaus gibt es nichts und niemanden. Und diesen Jesus haben wir kennengelernt. Naja, was braucht man da mehr? Die drei Hütten, der Himmel auf Erden. Setzung, das ist der nächste Irrtum des Petrus. Warum ist es ein Irrtum? Weil er eines nicht verstanden hat. Das ist mein geliebter Sohn. Es ist eine Beziehung zwischen Vater und Sohn. Alle Menschwerdung, alles Sein, alles Tun Jesu ist hingerichtet auf den Vater. Aus Liebe zu ihm tut er alles. Er schenkt sich ihm. Im Gehorsam. Und auch das, was nachher folgt, der Kreuzweg, ist alles zur Ehre des Vaters. Es geht hier nicht um den Himmel auf Erden. Das ist etwas Unpersönliches. Es ist sozusagen eine Glückssituation für uns hier auf Erden, wo, ich sage es ein bisschen pointiert, der Herrgott der Gnadenspender ist, aber außen vor bleibt. Wo die Beziehung zu ihm noch nicht das Ziel und der tiefste Sinn ist. Und was Jesus möchte, ist, dass seine Jünger verstehen. Es geht nicht hier um das Himmelreich auf Erden. Es geht darum, am Herzen des Vaters im Himmel anzukommen. Dass die Beziehung zum Vater so wertvoll und wichtig ist, dass das größte Glück es ist, sich dieser Beziehung, diesem Vater hinzugeben. Dass wir mit Jesus den Vater so lieben, dass wir wirklich glücklich sind, uns ihm zu verschenken. Das heißt, Jesus verstehen. Und das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Habt ihr das verstanden, sagt Jesus, woanders? Ja, nicht. Ihr weiß ja, dass sie es nicht wirklich verstanden haben, deshalb sagt er, über das reden wir erst nach der Auferstehung. Und so ist es auch für uns Christen. Wir haben Mühe, dass wir wirklich im tiefsten Sinn unseres Lebens in der Liebe zum Vater sehen. Wir wollen hier auf Erden quasi diese drei Zelte haben. Das Himmelreich hier auf Erden ist. Und dann halt, wenn sie auf Erden vorbei ist, im Himmel, aber der Fokus ist der Segen hier auf Erden und ja, dass der Vater im Himmel das alles gibt, wissen wir eh, aber das ist oft eher am Rande des Bewusstseins. Weil die Liebe zu Gott in uns noch relativ erkaltet ist. Das unterscheidet uns von Jesus. Deshalb sehen wir Jesus mit den Propheten sozusagen auf einer Ebene.
das Unterscheidende zwischen den Propheten oder Moses und Jesus ist eben die Qualität seiner Liebe zum Vater. Das ist es, was wir begreifen müssen. Diese Liebe mitzuvollziehen ist das Licht, von dem der Apostel Petrus uns verkündet in seinem Brief. Er sagt, denn es ist ein Licht, das an einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Und das sind genau diese Worte. Er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfangen, denn er hört die Stimme der erhabenen Herrlichkeit, die zu ihm sprach. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Davon spricht Jesus, von diesem Licht, das in unserem Inneren aufgeht. Wir wissen, dass ein Leben durch Beziehung ganz anders ist. Wenn man einsam ist, kann dasselbe Leben sein und es ist alles dunkel und öd. Wenn man erfüllt ist von einer Liebe, von einer Freundschaft, schaut alles ganz anders aus. Und am allergrößten ist es das Licht in unserem Inneren, die Liebe zum Vater. Und wenn wir wahrhaft Jünger Jesus sein wollen, dann ist der tiefste Kern, das tiefste Zentrum seine Liebe zum Vater, um die wir uns bemühen. In dieser Liebe finden wir das größte Glück und die größte Vollendung. Möge der Heilige Geist uns helfen, den Vater wirklich zu lieben, zu seiner Ehre zu leben, darin die Vollendung des Lebens zu finden. Amen. Vergelt's Gott.